So, hallo und herzlich willkommen. Ich denke mal, wir spielen mal kurz was zwischendurch, damit wir ein bisschen entlastet werden von dem Graus des Castlevanias. Ein bisschen Zwischenentspannung. Und was spielen wir denn? Ich glaube, wir spielen mal Galaga. Da war ein Shoot'em'up. Ist ganz nett. Können wir uns mal anschauen. Wird eh nichts für eine Serie, ne? Aber da kann man mal durch. Das ist so ein klassisches, ja, Shoot'em'up, so ein bisschen wie Space Invaders. Nur halt bewegend, wenn ich mich nicht ganz täusche. Galaga hatte ich damals nicht, aber jetzt habe ich's. Ist aber recht bekannt, also vom Namen her kennt man das. Ist sozusagen Space Invaders pimped up. Na, also mit mehr Bewegung. Kommt so aus dem Spielautomatenbereich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Weiß gar nicht, ob die hier tiefer kommen. So ähnlich wie bei Space Invaders. Es tut mir leid, wenn es ziemlich laut ist. Weil meine... Okay, auf jeden Fall kommen sie irgendwann runtergeflogen. Ja. Kann aber immer noch Spaß machen, das Prinzip. Tatsächlich macht sogar Space Invaders noch Spaß. Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber mit diesen ganzen Barrieren, die man da hinbauen kann, ist das schon nicht ganz schlecht. Oh, die schießen natürlich auch. So, ich nehme auf 60 FPS wieder, weil ich festgestellt habe, bei Castlevania, es ist eine schlechte Idee, auf 30 FPS aufzunehmen. Denn es werden eventuell nicht alle Frames gecaptured und das ist dann blöd. Weil man dann irgendwie unsichtbar ist. Und, ja. Dann sieht man halt nicht alles, was ich tue, oder ich bin nicht sichtbar, wie auch immer. Und das will ich keinem antun. So. Na. So. Bye, bye. Challenging State. Okay, jetzt werden wir gechallenged. Ist okay. Ui. Ja, ja, komm. Von der Seite. Ist okay. Wenn die gerade runterfliegen, müsste ich sie eigentlich gut erwischen können. Tue ich aber nicht. So. Ja, der Sound ist natürlich Zucker. Ist wunderbar. Die Effekte sind grandios. Da braucht sich kein Spiel 2017 im Vergleich schämen. Irgendwie war das inhaltlich gerade ein unlogischer Satz. Aber egal. Es braucht sich nicht schämen im Vergleich zu modernen Spielen. Höhö. Ja, für damals war das sicher saucool. Wie gesagt, ich habe das nie gespielt. Auch nicht an Spielautomaten. Spielautomaten sind ja in Deutschland jetzt ohnehin nicht so, ja, verbreitet. Zumindest nicht, soweit ich weiß, im Urlaub als Kind. Da gab es so Spielautomaten tatsächlich. Aber das war irgendwo in Holland oder so. Oder in den Niederlanden, je nachdem. Ist eigentlich... Oh, was bist du denn für eine? Wann sagt man eigentlich Holland und sagt man die Niederlande? Sind das unterschiedliche Arten? Also, wer sagt was? Ich weiß nicht, wonach sich das richtet, was man da sagt. Kann ich dich auch mal treffen, du blödes Drecksvieh? So. Ah, Stage 5 schon. Wenn wir es bis 6 schaffen, bin ich zufrieden. So. Also aufpassen, dass die einen von der Seite nicht gleich erwischen. Direkt an der Seite rumlurken ist halt auch nicht so clever. Ja, Game Over. Das heißt, das war es tatsächlich schon. 360 Schüsse haben wir gefeuert. Und, naja, gerade so um die Hälfte davon circa getroffen. Also 51%. Ganz nette Statistik. Ich glaube, das war's dann auch. Damit sind wir dann wahrscheinlich auch nicht in der Highscore. Aber... Da wir noch ein zweites Spiel haben, was auch im Bereich Shoot'em abgeht, probieren wir das nochmal aus. Nämlich Gradius. Das ist aber, glaube ich, ein Sidescroller. Wenn ich mich nicht täusche. Hatte ich auch nicht auf dem NES. Auf dem C64 hatte ich was in der Richtung. Ah, Musik. Na, Musik ist schön. So, habe ich hier auch schon mal ganz kurz angezockt. Da sind die Kontrollen schon so ein bisschen angenehmer als bei Galaga. Und es gibt auch mehr Abwechslung, weil es kommt hier zwischendurch auch eine Stage, wo man ein bisschen mehr sieht als nur Weltraum. Genau, nämlich hier. Da kann ich natürlich auch, wenn man Sidescroller mag, kann ich nur empfehlen, halt Battle Valley sich mal anzugucken. Habe ich auch mal gespielt, hier auf dem Kanal. Das ist einer meiner Favorite Sidescroller, wobei es da eher so ein Panzerspiel ist. So, aber auch das hier kann noch Spaß machen. Auch 2017 macht so ein Spiel noch Spaß. So, wir sollten mal gucken, dass wir nicht von diesem blöden kleinen Vieh da unten getroffen werden. Jetzt können wir uns vielleicht mit denen da unten... Oh, ich bin abgestürzt. Hervorragend.
Das ist wundervoll. Na gut, man sollte den Boden also nicht berühren. Diese blöde Kanone da unter uns macht mir ein wenig Sorgen. Oh? Na gut, dann gehen wir mal nicht so tief hinunter. Kontrollen sind super. Extrem präzise, was man von Castlevania jetzt nicht sagen kann. Oh, ho, ho. Kann man das Teil nicht abschießen da oben? Ja. Diesen komischen Stein da kriegen wir nicht kaputt, ne? Nee. Ist zwar gar nichts vor uns, aber wir schießen einfach trotzdem. Ich hoffe ja auf einen großen Boss oder sowas. Oh Gott, ich hoffe nicht auf einen großen Boss. Was soll das denn? Es war irgendwie klar, oder, dass das passiert. Na gut. Ja, wir spielen das jetzt natürlich nicht durch oder so, ne? Da habe ich nicht die Intention und auch nicht die Ausdauer, so ein Spiel dann durchzuspielen, ehrlich gesagt. Dafür ist es mir dann doch nicht langzeitmotivierend genug, aber okay, man sollte aufpassen, dass hinter einem nicht irgendwelche Viecher kommen. Aber mal anzocken kann man das Ganze und sich mal ein bisschen angucken. Außerdem sieht man mal ein bisschen, was es hier auf dem NES Mini so für einen gibt. Und das kann man auch, glaube ich, zu zweit spielen. Ich weiß nicht, ob es dann abwechselnd ist. Oder ob man zu zweit wirklich spielen kann. Auf dem C64 hatte ich ein cooles Spiel. Das konnte man tatsächlich parallel und zu zweit spielen. War eine schöne Sache. Ja, ich glaube, das sollte es erstmal gewesen sein. Für heute. Und, oh, okay, jetzt sehen wir hier noch ein bisschen. Es gibt offensichtlich auch noch irgendwelche Zusatz-Items. Leider haben wir ja keins bekommen. Machen wir noch eine Runde? Ja. Gehen wir noch eine Runde und gucken mal, ob wir so ein Zusatz-Item da bekommen. Das wird dann vermutlich mit B ausgerüstet. Und dann sollte das auch gut gewesen sein. Ich vermute mal, dass wir diese Dinger hier sammeln sollen dafür. Und dann diese Items bekommen. Hoffe ich. So. Ah, ich habe irgendwas ausgerüstet. Okay, cool. Ich musste B drücken und dann habe ich so ein zweites Teil bekommen. Und damit konnte ich das ausrüsten. Das ist cool. Das ist natürlich viel schöner. Wusste nicht, dass es das hier gibt. Oh Gott. Jetzt hat es uns zerlegt. Aber jetzt haben wir wieder keins. Ist ja auch logisch. Wir sind ja auch tot gewesen. So. Das darf man offensichtlich erst nach einiger Zeit kaufen. Ja, leider leidet meine Kompetenz jetzt ein bisschen. Aber das liegt nicht an den Kontrollen des Spiels. Die sind nämlich wirklich gut genug. Vielleicht ein bisschen daran, dass meine Konzentration wegen gleichzeitig dem Kommentieren dann nicht so langfristig vorhanden ist. Oder ich bin zu hektisch. Eins von beiden. Oder beides. Wirklich. So. Ja, wir dürfen das auswählen. Cool, jetzt haben wir diese Bodenrakete. Das Problem ist nur, dass das meinen Fokus so ein bisschen ablenkt. Ich sollte dann wahrscheinlich mehr hier drauf gucken, was die Frontkanone macht. Und das, was der Bodenkram macht, ist dann Bonus. So. Oh, schon verbraucht leider, oder? Nee, funktioniert noch. Hat nur einfach eine längere Frequenz. Oh, die ist sogar automatisch. Ne, die schießt nach vorne. Nach einiger Zeit. Die kriecht also über den Boden. Das ist super. Und das beseitigt diesen ganzen Dreck da unten. Dann wollen wir uns nur noch oben Sorgen machen. Mal gucken, was wir jetzt noch bekommen können. Ah, jetzt ist... Ne, doch, wir haben es noch. Ich hab gerade befürchtet, es wäre abgeschaltet worden. Einmal nach vorne, Flucht nach vorne. So, nee, das da unten sammle ich nicht ein, das ist mir zu blöd. Da weiß ich nämlich nicht, ob ich das überleben werde. So, die da oben müssen wir weghauen. Das da schon. So. Gucken, was wir noch nehmen können. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich auf B drücke. Auf jeden Fall überleben wir das nicht. Game over! Sieht man heutzutage auch selten, ne? Diesen Screen. Wird man bei diesen Retro-Spielen halt öfter sehen. So, das soll es gewesen sein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen bei diesen kleinen alten Retro-Spielen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann wahrscheinlich in Castlevania. Da habe ich nämlich dann wieder ein bisschen Ablenkung gefunden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.